So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening und ihr seht schon, ich habe wieder mal etwas älteres Stuff in die Finger gekriegt, wobei so viel älter ist es jetzt auch nicht. Core 2020, ist auch schon 2 Jahre her, oh. Das ist wirklich lang, gucken wir mal rein. Wir haben Befuddle. 3 Mana Instant, eine Kreatur kriegt minus 4, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Zieht eine Karte. Manacle Rage. 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur. Die Kreatur kriegt plus 2 bis 4 und kann ich blocken. Battalion Foot Soldier. 3 Mana 2, 2. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine beliebige Anzahl an Battalion Foot Warriors aus dem Deck suchen und sich auf die Hand nehmen. Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass der Squadron Hawk einen neuen Bruder hat. Daggersail Aeronaut, 4 Mana 3, 2 und solange es euer Zug ist, hat er fliegend. Sleep Paralysis, 4 Mana, enchantet eine Kreatur, die wird getappt und die enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments. Thicket Crasher, 4 Mana 4, 3, andere Elemental kriegen plus. Nein, alle anderen Elemental haben Trampel und er hat selber Trampel. Stimmt, hier war sich ja so ein Elemental-Theme drin. Murder, 3 Mana, Destroy Target Creature. Kelden Rider, 4 Mana 4, 3 und wenn der Spieler kommt, könnt ihr eine Karte abwerfen. Wenn ihr das tut, zieht ihr eine Karte. Fathom Fleet Cutthroat, 4 Mana 3, 3, Human Pirate. Ah, stimmt, die waren ja auch schon Pirates. Wenn der Spieler kommt, zerstört ihr eine Kreatur, die euer Gegner kontrolliert, die in diesem Zug Schaden bekommen hat. Unsere erste Ankam, Sky Knight Vanguard, 2 Mana 1, 2 fliegend. Wenn er angreift, kreiert ihr einen 1-1 fliegenden Soldier-Typen, getappt und angreifen. Jump! Now, Hammerkarte eigentlich. Hammerkarte. Hier mit den, wow, mit den Typen hier dran. Witzig. Spectral Sailor, der wurde im Standard gespielt. 1 Mana 1-1 Flash, für 4 Mana zieht er eine Karte und er kann fliegen. Woodland Champion, 2 Mana 2-2. Immer wenn ein oder mehr Token und Orgen ins Spiel kommen, legt ihr so viele +1/+1 Marken auf den Woodland Champion. Auch nicht schlecht. Unsere Rare ist Leyline of Sanctity. Geil. 4 Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt. Scheißzug. Vier Mana, wenn die zu Beginn des Spiels auf eurer Starthand ist, habt ihr Hexproof. Die zweitbeste Leyline nach der schwarzen, glaube ich. Ein Sumpf. Und voll. Voll Mountain. Oh, hübsch. Hübsch. Und ein Wolf. Ja, nice. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Das finde ich großartig. Ich weiß auch schon, die werde ich auf jeden Fall verschenken. Und ich weiß auch an wen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.